Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Insulinspiegel, muss ich da Pausen einhalten, damit ich einfach besser abnehmen kann? Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung eigener Praxis. Denkt dran, ihr Lieben, Plus weg für noch mehr Content. Zum Patientenfall zurück. Also, ich hatte einen Mann, der in die Beratung kam und der hatte die Fragestellung, dass ja immer diese drei Mahlzeiten und man soll ja zwischendurch 5 oder 6, 7, 8, 9 Stunden Pause machen. Ja, es wird dann gesagt, der Insulinspiegel geht runter und dann würde das Abnehmen ja besser funktionieren. Ist das jetzt wirklich so? Also, man muss individuell immer gucken. Es gibt Patienten, die tatsächlich mit drei Mahlzeiten gut klarkommen. Und die Studienlage dazu, die es gibt, sind Diabetespatienten gewesen mit drei Mahlzeiten und die haben aber zwischen den Mahlzeiten 5 Stunden Pause gehabt. Habe ich jetzt einen höheren Anteil an Pause, zwischen den Mahlzeiten, was meistens zwischen Mittag und Abend passiert, dann kann es sein, dass die Phase länger als 5, 6 Stunden ist. Und der Grundgedanke ist ja, dass der Blutzuckerspiegel runtergeht, je länger ich nüchtern bin. Das gleiche wäre ja auch beim Intervallfasten. Wenn ich aber zu lange runtergehe mit dem Insulinspiegel, dann kann es sein, dass die Leber Ersatzzucker liefert. Das ist ein Notfallmechanismus, weil das Gehirn ja merkt, es kommt nichts zu futtern sozusagen, also kein Zucker bzw. keine Produkte, die am Ende zu Zucker werden. Und dann kann es nämlich ins Gegenteil umschlagen, dass ich nämlich nicht weiter abnehme oder im Stillstand bleibe, wenn sozusagen diese Insulinspiegel runtergehen, zu lange man nüchtern ist und an der Stelle der Körper sozusagen dann über die Leber Zucker herstellt. Es ist auch so, dass es nicht bei jedem Patienten so ist. Es gibt Patienten, die kommen besser mit Zwischenmahlzeiten klar. Und wenn ich die Zwischenmahlzeiten essen möchte, ohne den Insulinspiegel ansteigen zu lassen, dann kann ich zum Beispiel in der Regel immer in tierische Produkte gehen, also Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, Wurstwaren, Käse, Frischkäse zum Beispiel. Bei Quark geht das noch gut, weil der Großteil des Milchzuckers sozusagen raus ist. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, in diesem Falle Hülsenfrüchte zu nutzen. Das heißt, wenn ich andere Kohlenhydrate zwischendurch einbaue, dann ist die Möglichkeit, wie Beilagen, Kartoffelreis, Nudeln, Brot, Süßigkeiten, Kekse, Gebäck, dann habe ich die Möglichkeit, dass Zucker entsteht und dann geht eben auch der Insulinspiegel hoch. Das heißt, man kann drei Mahlzeiten machen, also drei Hauptmahlzeiten mit Kohlenhydraten und es gibt die Möglichkeit, um besser abnehmen zu können und das Eiweiß anzuheben, die Zwischenmahlzeiten so zu gestalten, dass sie eben den Blutzucker nicht anheben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Kräuterquark mit Gemüse esse zwischendurch, wenn ich ein Rührei mit Gemüse mache, eine Gemüsepfanne zum Beispiel mit Fleisch, ein Auflauf für zwischendurch, wenn es auch mal was Warmes sein kann, das wäre alles kein Problem, weil es sozusagen den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt oder wenn nur moderat. Das wäre moderat zum Beispiel bei Milch oder Joghurt oder wenn ich ein bisschen Quark und Obst habe, dann habe ich durch den Quark keinen Zuckeranstieg, aber ein bisschen durch das Obst. Und weil das Eiweiß aber einen langsameren Blutzuckerverlauf macht, ist sozusagen die Gewichtsabnahme besser. Der Hauptgrund zusätzlich ist, dass Insulinspiegel, wenn die immer ansteigen, weil ich ständig Kohlenhydrate esse oder auch in den Zwischenmahlzeiten zu viele Kohlenhydrate habe, dann wird der Zucker schneller in die Zelle geschleust, beziehungsweise ist die Zelle voll, wird sozusagen der überschüssige Zucker dann über die Leber zu Körperfett umgewandelt. Und daher sind die Kohlenhydrate immer diese Diskussion mit dem Insulinspiegel. Also, ihr könnt den Insulinspiegel zwischen den Mahlzeiten niedrig halten, wenn ihr das Richtige an Essen einbaut. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Für alle, die noch Fragen haben, schreibt einfach gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch, wünsche euch erstmal jetzt einen schönen Tag. Ja, und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Sandra.